Frau Faeser, so geht das nicht. Denn Teilzeit in der Bundespolitik, das funktioniert nie. Und das ist ein deutlicher Hinweis darauf, Frau Faeser soll ihren Job machen, das findet auch ihr Bürgermeister, und zwar ganz oder gar nicht in Berlin. Aber als Bundesinnenministerin muss sie halt die Antworten liefern, die hatte sie nicht und die verweigert sie auch. Die Bundesinnenministerin hat ein spannendes Projekt. Sie möchte Teilzeit machen. Im Herbst wird in Hessen gewählt und sie möchte in Hessen als Ministerpräsidentin-Kandidatin antreten, also will den obersten Job in ihrem Heimatbundesland in Hessen haben und möchte gleichzeitig aber Bundesinnenministerin bleiben, quasi mit Absicherung in Hessen sich um den höchsten Posten, der da zu vergeben ist, bewerben. Und das kann ja wohl nicht wahr sein, denn Bundespolitik, das geht nur voll und Wahlkampf, das geht auch nur voll. Die Ministerin wird sich da wohl entscheiden müssen. Teilzeit als Mutter, das funktioniert. Teilzeit zu Hause, das mag auch gehen. Aber wir haben wirklich wichtige Aufgaben und der Posten der Bundesinnenministerin ist jetzt nicht kein Frühstücksdirektorposten oder irgendetwas, was man im Vorbeigehen macht. Das ist ein richtig schwerer Job, einer der schwersten, die wir zu vergeben haben in diesem Land. Da hängt viel dran. Von der Grenze über die Bahnhöfe, Sicherheit in Bahn und Bus und auf unseren Straßen, das hängt da alles mit da dran. Der Verfassungsschutz gehört mit dazu. Also Frau Faeser hätte wirklich viel zu tun. Das ist eine Riesenbaustelle, da ist ganz viel kaputt. Echt was zu tun. Und wer Bundesinnenminister ist und wer für die innere Sicherheit unseres Landes verantwortlich ist, der kann nicht nebenbei noch andere Sachen machen. Also mal nebenbei putzen gehen und dann nochmal einkaufen gehen. So funktioniert der Job in der Spitzenpolitik nur schon mal gar nicht. Also schauen wir doch mal auf die Baustellen, die Frau Faeser hätte. Da sind nämlich einige. Also wir haben nicht kontrollierte Grenzen. Wir haben ein echtes Migrationsproblem. Es kommen Menschen zu uns, die wir hier nicht haben wollen. Und wir können an einigen Grenzabschnitten, zum Beispiel nach Österreich, da können wir noch ein bisschen kontrollieren. Wir machen mit den Bundesländern ein bisschen Schleierfahndung in der Gegend nach Polen und unten an den Grenzen zur Schweiz. Aber das ist kein Konzept, das funktioniert nicht. Wir bekommen die Leute, die wir nicht haben wollen. Wir haben ein wirklich großes illegales Migrationsproblem. Punkt Nummer eins. Wir haben ein inneres Sicherheitsproblem auf unseren Straßen und wir kriegen die Leute, die wir abschieben wollen, nicht abgeschoben. Auch dafür ist der Bund in großen Teilen zuständig. Also, wenn Frau Faeser meint, sie könnte nebenbei Wahlkampf machen, sie könne sich absichern auf dem Posten des Bundesinnenministeriums, dann kann ich als Bürger dieses Staates nur sagen, nö, Frau Faeser, so geht das nicht. Die innere Sicherheit ist eins der größten Hauptprobleme, die wir haben und darum muss man sich kümmern. Und zwar richtig oder gar nicht. Dass Frau Faeser überhaupt in die Lage kommt, sich um diesen Posten in Hessen bewerben zu müssen oder zu sollen, denn es ist eine Forderung aus ihrer Partei, liegt daran, dass sie zum einen dort Parteichefin ist und zum anderen auch da eine personelle Alternative fehlt. Also die Genossen wollen auf der einen Seite, die Hessengenossen möchten sie da haben. Die Bundespartei möchte sie da eigentlich auch haben, weil man braucht eine starke Persönlichkeit in diesem Wahlkampf. Der ist enorm wichtig für die SPD. Denn man kann keine Bundestagswahl einfach so verloren gehen, wenn man eine Regierung führt. Oben der Kanzler und unten drunter müssen Landtagswahlen gewonnen werden. Deswegen sind die Genossen eigentlich dafür, dass Frau Faeser das in ihrer Heimat macht. Aber sie wissen auch, wir brauchen eine starke Innenministerin oder einen starken Innenminister. Und deswegen schlagen da auch bei einigen Genossen zwei Herzen in einer Brust. Aber für eins werden sie sich dann wohl entscheiden müssen. Naja, also die Partei möchte sie schon, aber Frau Faeser hat jetzt einen deutlichen Hinweis auf die großen Probleme dieses Landes bekommen. Und zwar hat man ihr vor ihrer eigenen Haustür eine der großen Baustellen hingeknallt. Und zwar, Frau Faeser kommt aus dem Main-Taunus-Kreis. Der liegt vor den Toren Frankfurts. Das ist einer der dicht besiedelsten Landkreise, die wir in Deutschland zu bieten haben. Und da haben der Landrat, die Chefs des Kreistages und 12 Bürgermeister einen Brandbrief an Faeser Chef geschrieben, an Bundeskanzler Olaf Scholz. Und es geht um das Migrationsproblem. Das ist ein richtiger Brandbrief und der ist unterschrieben worden von ihrem Genossen und Ortsbürgermeister aus ihrem Heimatort. Wir nennen den jetzt mal nicht, weil Frau Faeser soll auch in Ruhe wohnen und so groß ist er nicht. Aber ihr eigener Bürgermeister sagt, das geht so nicht weiter. Er fordert den Bundeskanzler und damit auch die Bundesinnenministerin auf, setzen Sie deutsches Recht durch. Setzen Sie keine neuen Anreize, damit nicht die Falschen zu uns kommen, die wir nicht brauchen, die illegal sind, die unseren Schutz nicht verdienen.
Und vor allem, schieben Sie konsequent ab und kontrollieren Sie an den Grenzen. Das ist eine knallharte Forderung, die macht Ihr eigener Bürgermeister, Ihr eigener SPD-Genosse von vor Ort auf. Und das ist ein deutlicher Hinweis darauf, Frau Faeser soll ihren Job machen. Das findet auch Ihr Bürgermeister, und zwar ganz oder gar nicht in Berlin. Dass sowas gründlich schiefgehen kann, sich in Berlin den Sessel warm halten und vor Ort bewerben, das hat schon ein anderer erlebt, dass das schief geht. Nämlich Norbert Röttgen von der CDU. Der war mal Bundesumweltminister, sollte in seinem Heimatland NRW Spitzenkandidat werden, hat dann aber erklärt, ach nö, ja, wenn ich da verliere dann die Wahl, dann möchte ich aber doch Umweltminister bleiben. Folge, Angela Merkel hat ihn damals gefeuert. Auch weil er ein Konkurrent war, aber auch weil das schlicht und ergreifend nicht geht. Es gibt Sachen, die macht man nicht. Und wer Politik macht, der muss die mit ganzem Herzen da machen, wo seine Bestimmung ist, da, wo man ihn hingesetzt hat. Wenn man da nicht mehr sein will, wenn man woanders hin will, dann muss man das auch konsequent machen. Wir als Bürger haben ein Recht darauf, dass wir Klarheit haben. Und auch die Hessen haben Klarheit darauf. Möchte Frau Faeser unbedingt Politik in Hessen machen oder möchte sie nur Ministerpräsidentin werden und ansonsten weiter in Berlin Bundesinnenministerin bleiben? Zwei Pferde gleichzeitig kann man bekanntlich nicht reiten. Es gibt wirklich viele Probleme, die Frau Faeser macht. Also sie hatte keinen guten Start in ihrem Innenministerium. Man hatte immer so den Eindruck, die will da eigentlich gar nicht sein. Damals war es so, dass man gesagt hat, die hält sich jetzt nur für Hessen bereit. Und das war damals schon ein Problem. Jetzt scheint sie wirklich Gefallen gefunden zu haben an ihrem neuen Job als Innenministerin. Sie versucht auch, sich zu profilieren. Aber das Problem dabei ist, dass da Sachen nicht zusammenpassen. Wir hatten jetzt die Messerstecherei mit den zwei toten Jugendlichen in Schleswig-Holstein, am Hamburger Stadtrand. Da ist sie hingefahren, hat sich auf den Bahnhof hingestellt und hat die richtigen Fragen gestellt. Wie kann es sein, dass der nicht mehr in U-Haft war? Wie kann es sein, dass der nicht abgeschoben war? Lauter richtige Fragen. Aber als Bundesinnenministerin muss sie halt die Antworten liefern. Die hatte sie nicht und die verweigert sie auch. Denn zur gleichen Zeit ist sie dann kurz danach nach Schweden gefahren zur großen Innenministerkonferenz der Europäischen Union und hat sich da quergestellt bei knallhart Forderungen, unter anderem aus dem liberalen Schweden, zu härterer Abschiebung und zum Umgang mit Staaten, die uns ihre Bürger nicht mehr abnehmen. Die Schweden hatten vorgeschlagen, dann gibt es halt keine Visa mehr für diese Staaten. Wenn die uns ihre Leute nicht abnehmen, dann kann hier auch keiner mehr herkommen ohne weiteres. Das hat Frau Faeser abgelehnt. Also das ist ein Problem, die Inkonsequenz in der Migrationspolitik wird zum enormen Problem auch für den Bundeskanzler. Denn dieses Problem ist spätestens nach dem Brandbrief aus Frau Faesers Heimat nicht mehr wegzudiskutieren. Eines der Probleme, das Olaf Scholz hat, ist natürlich die Nachfolge für eine Frau Faeser. Denn der geborene Nachfolger ist jetzt der Nachfolger auf dem Stuhl des Bundesverteidigungsministers, nämlich Boris Pistorius. Der neue Verteidigungsminister galt eigentlich als der Mann, den Scholz noch im Skat hatte, um ihn rauszuholen, wenn Frau Faeser tatsächlich nach Hessen geht. Pistorius ist ein profilierter Innenpolitiker. Auch kein Weichei, sondern ein durchaus hart regierender Innenpolitiker. Der ist auch bereit, klare Kante zu zeigen. Das macht er jetzt als Verteidigungsminister. Das ist gut so für Deutschland, gut für die Bundeswehr, jedenfalls nach der ersten Woche, wenn man ihn beobachtet hat. Aber Scholz hat das Problem, es gibt keinen geborenen Nachfolger für Frau Faeser an der Spitze des Bundesinnenministeriums, aus einem der wichtigsten Stühle, die wir in Deutschland zu besetzen haben. Das ist ein Problem. Der Kanzler kommt ja gerade aus Lateinamerika zurück. Er war in Argentinien und in Chile und in Brasilien und in Argentinien und in Chile hat er sich jeweils ein Kabinettsmitglied vorgenommen und hat die abgewatscht. Einmal hat Frau Baerbock einen abgekriegt und dann auch noch Saskia Esken, weil die plötzlich Kampfjets für die Ukraine nicht ausschließt. Wenn er zurück ist, wenn er gelandet ist in Berlin, dann wird Olaf Scholz entscheiden müssen. Denn er kann diesem Land das nicht zumuten. Wenn Frau Faeser sich nicht entscheidet, dann muss jemand für sie entscheiden und das kann nur einer sein, Bundeskanzler Olaf Scholz. We'll be right back.